Ressourcen hauen. Dafür, wie gesagt, habe ich die ganzen Steine gesammelt, weil das ist zum Anfang einfach das beste Mittel. Ich zeige euch das jetzt gleich mal mit der Steine. Also wenn sie jetzt nichts geändert haben. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, gestern oder vorgestern war das Update. Da hat sich die Verteilung ein bisschen geändert. Vorher war es so, wir haben mit, haben mit der Hatchet draufgehauen, haben einen Stein bekommen. Oder vielleicht auch drei. Und dann war es das. Mal gucken, wie es jetzt ist. Und dann jetzt ist das ein bisschen ausbalancierter, hat man mir gesagt. Was geht eigentlich? Bin ich ja positiv überrascht. Ne, dass wenn unsere Steine kaputt sind, weil die kriegen wir irgendwie nie wieder, geht's wenigstens halbwegs. Wie gesagt, die gehen auch natürlich richtig zügig kaputt. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den Stein, um einfach ein bisschen schneller und besser an unsere Sachen ranzukommen. Ja, also eins will ich euch gleich noch loswerden. Ich würde mich natürlich unheimlich drüber freuen, wenn Kommentare reingeschickt werden. Ich bin hier echt kein Rust-Profi. Ich habe es echt jetzt ein paar Tage mal angespielt, um einfach jetzt nicht als Vollbleppo hier zu stehen. Ich würde mich echt über Kommentare freuen, wo es heißt, Leute, helft mir. Jung, du machst das alles verkehrt. Mach es besser. So ist es schöner. Echt Unmist. Wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich nur das Erste, was wir so mitbekommen haben. Wir haben es tatsächlich auf einem anderen Server geschafft, obwohl so viele Leute auch uns immer wieder gekillt haben, den Spam Room nicht. Wir haben es immer wieder geschafft, das Haus zu befestigen, weiter zu befestigen, auch teilweise mal zurückzuerobern. Das hatte dann der Spammer hauptsächlich gemacht. Da war ich dann leider zeitlich verhindert. Und ja, was eigentlich auch ziemlich schwierig ist in dem Spiel, die Orientierung, finde ich jedenfalls. Also ich weiß jetzt, die Map ist random. Das heißt, jeder Server hat eine leicht andere Map. Ich sehe es jetzt auch auf diesem Server. Also ich bin komplett anders und kann mich ganz schlecht orientieren, wo ich sonst war. Das sieht definitiv nicht genauso aus. Ja, aber das kommt irgendwann mit der Zeit, denke ich mal. Hoffe ich mal. Obwohl, wer meine Daisy vorhin gesehen hat. Und ich spiele da schon ein paar Tage. Naja, okay. So, 1600 Steine. Damit können wir doch erstmal was anfangen. Gehen wir noch ein bisschen gucken, was wir an Holz so haben. Na gut. Wenn wir jetzt Tiere sehen, ist es für uns natürlich sehr angenehm. Wir haben einen Bogen. Das wäre sehr nett. Ich, wie gesagt, ich brauche auch was zu essen. Da ist es zum Beispiel. Na, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Wir haben hier den Bogen. Rechte Maustaste. Er legt den Pfeil rein. Oh, komische Perspektive. Die war letztes Mal anders. Und wir schießen mal. Mal gucken, wo der hingeht. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier los? Was ist denn bitte? Gottes Willen. Jetzt hört doch mal auf, wie wird das denn. Naja, wir kommen dichter. Oh. Oh, um Gottes Willen. Wie geht denn das? Warum geht denn das nicht? So, Pfeile sind alle. Lieha. Das ist ein Wolf. Ach du Scheiße. Das ist ja. Also das hatte definitiv besser geklappt vom Update. Da konnte man es wesentlich angenehmer machen. Und Wolf will ich mich jetzt nicht in den Zustand hier anlegen, obwohl wir natürlich. Meine Fresse. Obwohl wir natürlich richtig Hunger haben. Also. Ich weiß es nicht. Das macht ja schon wieder gute Laune. So, wir machen das erstmal gleich. Oh, gleich direkt auf Stein. Und die Tür. Um das zu zeigen. Wooden. Und bam. Ist das schon Metall. Wie auch immer das ging. Aber sie ist sofort Metall, weil ich hatte genug Stein. Ich hatte genug Holz. So, die hat jetzt auch 1000, ne? 5000 daneben.
Das ist sehr, sehr gut für uns. Wir sind relativ sicher, wenn wir natürlich ein Schloss einbauen, ne? Und das geht nur, wenn wir Metallfragments haben. Dazu brauchen wir einen Ofen. Deswegen wäre es schon schön gewesen, wenn ein Pfeil diesen Eulen auch getroffen hätte. Stein schon wieder alle, oder was? Ne, jetzt fehlt's Holz. Ach, schön. So. Also wie ihr seht, es dauert schon ein Stückchen, um das so zusammenzukommen. Aber gut, da muss man durch, ne? Im Real. Gehen wir mal raus und machen schnell, man braucht mal schnell eine Hütte. Jedoch nicht so. Ach, nee. Ich trau mich nicht in den Wald, da sitzt doch der olle böse Wolf. Also in den Wald, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Hier die 4-5 Bäume. Da drüben ist es ein bisschen mehr. Und dann hier auch noch. Also wir haben uns hier echt eine Stelle ausgesucht. Waren wir wieder blind von den ganzen Steinen, die wir haben, aber Holz ist hier ein bisschen wenig. Naja, egal. Ich glaube, es ist doch langsam besser, wenn ich das so sehe mit dem guten Wolf da. Es ist, glaube ich, doch besser, einen Schlafsack zu bauen, weil wenn der Wolf mich umbringt, dann spawnen wir auch so, wie wir es auch von dem alten Rust kennen, wieder im Haus, da wo der Schlafsack liegt, das funktioniert. Weil, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht, woran ich mich orientieren kann. Ich habe vorhin hier eine Satellitenschüssel gesehen, aber ich weiß auch nicht mehr, in welche Richtung, denn ich bin hier einfach mal ganz blind hingerannt, weil hier war ein Airdrop, irgendwo da hinten in die Region. Ja, natürlich zu spät, irgendwie nichts mehr gefunden. Aber auch kein Spieler irgendwie. Komische Geschichte, wie gesagt, zwei Tote. Ich gehe davon aus, das war da bei dem Airdrop, dass da Leute waren. Ich habe zwei Tote gefunden, habt ihr ihre Steine mitnehmen können. Der andere brauchst du wahrscheinlich nicht mehr. Hat was gefunden beim Airdrop. Na gut. Das ist das, was ich anfangs in der ersten Folge meinte, ne? Wir haben es jetzt relativ groß wieder zum Anfang gebraucht, weil Danny braucht ja wieder alles in extra Größe, extra large und und ja. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das relativ schnell und zügig fertig bekommen. Wunderbar. Ja, wir haben erstmal wieder 2000 Stein. Wo ist meine Hütte? Schon wieder los, da ist der Wald, wo der Wolf drin war. Also, ein paar Bäumchen. So. Die können nix, die Sträucher. Die sind einfach nur da. Um schön auszusehen. Ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Wir haben hier nix, womit wir den ein bisschen ärgern können. Mit der Stonehenge und 33. Na, ich weiß es nicht. Wir bauen uns erstmal einen Schlafsack. Ich baue mir ein paar Medikits, zeige ich euch das. Dann bin ich vielleicht ein kleines bisschen angenehmer. Dann gucken wir mal, der steht immer noch da. Ist das ein Bug oder? Das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Wollen ja nun nicht mal alles prüfen. So, also das, was man jetzt machen. Schlafsack, habe ich gesagt. Da war er doch. Sleeping Bag. 30 Sekunden geht noch. Und dann hatten wir auch noch ein bisschen Zeit, um Bandagen hier zu machen. Ich glaube, 5 wir bringen die zurück. 5 oder 6, ich weiß es nicht. Gucken wir gleich mal. Ja, viel ist es nicht. Aber wir müssen alles nehmen, was uns so gut tut, ne? Im Moment können wir einfach nicht mehr. Das müssen wir alles noch erforschen. Schaut mal, hier steht 2 von 11 Waffen. Naja, läuft. So, Schlafsack, da ist er fertig. Gleiche Spielchen wie immer. Bup. Nee, wie machen wir das hier? Bup. Position suchen wir uns hier. Ne, wir suchen sie uns mal schon da, wo es ein bisschen fester ist. Wo es eigentlich noch keinen Sinn macht, weil da, wo, wenn sie reinkommen wollen, wollen sie reinkommen. Da ist er, da liegt er. Das heißt, wenn wir jetzt rausgehen,
Macht er uns der Wolf nicht doch ganz so schnell kaputt? So, was wir auf jeden Fall schon machen können, und das werde ich auch definitiv mal bauen, ist eine Wooden Storage Box. Ja, das ist eine kleine Box. Da können wir wenigstens ein bisschen was reintun, weil wir wollen ja auch ein bisschen was aufnehmen können. Und ich sag mal, wir haben 1000 Sulfate, was natürlich sehr stark ist, wo wir nachher dann den Schwefel draus machen. Kennt ihr alle noch von den Altruss? Genau das gleiche System. Kohle, Schwefel, ergeben Schießpulver. Müssen wir aber einen Blueprint für haben. Eisen, das ist zum Anfang eigentlich das Wichtigste. Das ist alles so Nebenprodukte erstmal. Das ist natürlich das Wichtigste. Das müssen wir schmelzen, so schnell wie möglich an den Ofen kommen. Deswegen lockt mich das doch schon, den da mal anzugreifen. Aber ich sehe gerade, meine Axt ist auch gleich kaputt. Müssen wir auch noch neu basteln. Ach Mann, wie gut vorbereitet ich bin. Ach nee, naja, wir wollen es einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt drei so eine Medipacks. Jetzt achten wir mal unten auf unsere Leiste hier. Was passiert, wenn ich einen nehme? Use. Ja, 5 Stück. Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. 43. 48. Aber damit sollte jetzt hoffentlich diese olle Blutlache vor unserem Gesicht weg sein. So, da ist unsere Kiste. Auch wieder ins Inventar ziehen. Also in unsere, ja, Leiste, wo wir unsere Waffen drin haben. Und dann bauen wir die einfach direkt hier neben. Was soll der Geiz? Wenn es geht. Geht nicht. Warum nicht? Doch, da war sie. Weil wir brauchen einen Nachttisch hier, Mensch. So. Rein. Was wollen wir da rein tun? Einfach erstmal das, was halbwegs wichtig ist. Weil wenn sie uns einbrechen, dann sollen die Jungs auch ein bisschen Spaß gehabt haben. Und nicht umsonst, ne? Das wäre ja unfair. Was kann ich mit dem Schädel? Probieren wir später mal. So, dann haben wir das ein bisschen sortiert. Hier, Fett brauche ich erstmal noch nicht. Die machen wir hier noch mit rein. Der Hammer bleibt. Das machen wir hier noch mit rein. Warum habe ich Paper? Achso, ich hatte euch versucht vorhin ja zu zeigen, was man dafür braucht. Und habe auch so ein bisschen draufgeklickt, ne? So, und die hier, die sind relativ wichtig. Für dieses komische Messer, was brauchen wir denn da? Ah, 30 Closes. Naja, gut, okay. Ist nicht so schlimm. Passiert. Alles okay. So, die Steine kriegen wir jetzt erstmal nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, noch neue zu basteln. Da gehen wir ja eh bald wieder hin. So, Steine haben wir. Das heißt, wir könnten doch eigentlich hier den Hammer in der Hand nehmen. Ach nee, den haben wir ja in der Hand. Und noch was auf. Rüsten. Ja, geht auch noch ein bisschen was. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir es zu Wut machen, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Gehen jetzt nochmal raus, Stein und Holz sammeln. Was soll der Geiz? Wir haben Zeit. Wir haben jetzt den Schlafsack gelegt. Nehmen wir noch. Ach komm, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Wir machen jetzt aus den letzten noch zwei. Medipacks, da, also Bandagen, entschuldigt. Mann, ey, das ärgert mich ja, dass die Pfeile sonst wohin geflogen sind. Warum ist denn das so? Das war sonst immer, da hat er da besser angelegt, da konnte man das halbwegs in die Richtung schießen. Nicht das Gefühl gehabt, dass die sonst wohin geflogen sind. Verdammte Axt, ey. Warum haben wir unsere Beile nicht mehr aufgehoben und damit sinnlos Bäume getötet? Wir hätten Tiere töten können. Das wäre doch viel wichtiger gewesen. Mann! Na egal. Wir versuchen es einmal. Sollten wir drauf gehen, machen wir es beim nächsten Mal nochmal besser. Was soll's? So. Aber als allererstes, Jungs und Mädels, ich weiß, ihr werdet es bestimmt hassen, aber ich will eigentlich noch mal ein paar Ressourcen haben. Steht der da immer noch? Weil ich glaube fast, dass wenn ich jetzt wirklich keine Ressourcen sammle, wird die Nacht oder das nächste Mal, bis ich wieder spiele, nichts passieren, bis die nächste Folge kommt. Ich glaube, das wird schwierig. Oh, 2 Minuten. Komm, wir machen es einfach. No risk, no fun. Wir schleichen uns dazu an. Wo ist er denn jetzt hin? Ist er jetzt weg? Ach, hört doch mal auf.
Doch nicht festgebackt. Nee, doch, da steht er noch. Passt auf, ey. Ich schlage auf den Typen ein. Bin nicht mehr in der Nähe und er kommt zu mir. Guckt er schon? Komplett panisch hier. Aber er bewegt sich doch, oder? Na klar, er hebt doch den Kopf. Ach, Jungs, ihr macht mich fertig. Medipacks. Usen. Und nochmal usen. Oh, jetzt haben wir wenigstens ein kleines bisschen in der Hoffnung, dass wenn er uns jetzt gleich angreift, wir den gerade so fertig machen. Da, ich hab mich. Oh, hab ich mich erschrocken, Jungs. Oh, ich hab'n. Und wir haben es überlebt. Na, leck mich doch am Arsch. Junge, hab ich mich erschrocken. Das ist natürlich für uns jetzt eine richtig gute Sache. Wir haben jetzt auch ordnungsgemäß Fragmente wieder gesammelt. Wir haben wieder Closes gesammelt. Wie gesagt, mit dem Messer wäre es besser gewesen. Wir können jetzt das Messer herstellen. Was aber noch viel schöner ist, wir haben auch wieder 8 Fette. Ich glaube, das sollte fast reichen. Finiere, 20. Nee, es fehlt noch ein. Ach, leck mich am Arsch. 75 hatten wir, glaube ich. Und 20 kriegen wir. 20 Sekunden. Ja, gut. Dann müssen wir das so lassen. Erfolgreiche Jagd haben wir hinter uns. Ich sag mal, wir machen hier heute erstmal einen Cut. Oh, da ist ein Spieler. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Hey, you are friendly? Hey, you are friendly? Hi, I'm friendly.